Lifestyle tatsächlich alles schon im Berliner Schuhladen haben. Und natürlich sind viele von den Sachen auch schon längst online, auch teilweise in noch mehr Farben als hier. Ulen-Marmota, der ist aus Wolle. Die kann man natürlich als Hausschuhe benutzen, aber an trockenen Tagen sind die auch ganz, ganz toll für draußen geeignet, dadurch, dass die die typische, schöne, rutschfeste Laufsohle von B-Lifestyle haben. Ein großer Klett. Er geht super weit auf. Der Fuß kann ganz einfach reinrutschen. Mal super leicht. Ganz, ganz flexibel. Raccoon hier in der ungefütterten Variante. Eine wunderschöne ergonomische Zehenbox. Rutschfeste Laufsohle. Unendlich flexibel. Wieder in alle Richtungen. Hüftbreite. Füße geeignet sind, wirklich ein ordentlicher Spannrein. Vielleicht nicht gleich, wenn er hinter den Zehen beginnt, aber hier oben hat man ganz viel Volumen und Platz. Heißt Raccoon, also Waschbär, und er hat auch tatsächlich ganz, ganz süß eingestanzt an die Seite einen kleinen Waschbär. Ein Mix aus Glattleder und Velour. Einmal in der Velour-Variante, sieht auch sehr schick aus. Auch hier haben wir den Waschbären. Aber dann haben wir hier ein ganz kuschelig, weiches, angenehmes Wollvlies. Rutschfeste Barfußsohle. Wir haben die ergonomische Zehenbox. Mittlere Breite, auch wieder gerne für einen etwas höheren Spann. Sehr, sehr leicht. Im Materialmix aus Textil. Velour, Glattleder, Wollvlies, grippigere Sohle. Man hat noch mehr Halt. Der Biber hat sogar eine Texmembran, stark wasserabweisend ist, trotzdem aber noch atmungsaktiv. Herbstschuh oder tatsächlich auch ein Winterschuh. Super, super flexibel ist, trotz der etwas grippigeren Sohle. Auch der ist wirklich für so einen Herbst-Winterschuh total leicht. Den haben wir hier auch noch in Dunkelblau. Für mittelbreite Füße gerne mit einem etwas höheren Spann. Die Variball ist aus ganz, ganz weichem, wirklich samtigen Nubukleder. Hat hier diese schöne grippige Sohle. Und das Coole ist, ihr seht ja, dass der hier zum Schnüren ist. Das heißt, man kann ihn noch besser an den Fuß anpassen. Das heißt, es könnte auch mal ein etwas flacherer Spann gut in den Schuh mit reinpassen. Oder der Spann darf auch einfach noch höher sein, dann kann man das ganz individuell wirklich an den Kinderfuß anpassen. Einmal angepasst, ihr habt einen total praktischen seitlichen Reißverschluss, weiche Futter. Ihr seht ja wieder die ergonomische Zehenbox. Wirklich für so einen schönen warmen Schuh ziemlich leicht.